Hallo und willkommen zu Darky Erklärt's. Heute werden wir über den kommenden Guild Wars Shop sprechen. Zunächst einmal ist enthalten eine Jägerwaffe mit den Threads Silberunterbrecher, Glückgold, Krüppelngold und Anzündengold. Wenn man das mal jetzt mal mit der Harrier vergleicht, die an einem der letzten Guild Wars Shops enthalten war, ist das Ding also in der Lage, Commonwealth Weißer zu unterbrechen? Was es allerdings nicht kann, ist jetzt im Aufladerangriff zu verwurzeln. Jedoch ist auch die Anzündrate zum Beispiel besser, weil wir eben noch Glück auf der Waffe haben. Es werden allerdings auch weniger Beißer getroffen, weil die Harrier noch ein großes Kaliber hatte an der Stelle und dadurch eben einige Beißer mehr getroffen werden konnten. Ja, das sind jetzt mal Vor- und Nachteile. Insgesamt eine sehr solide Waffe, würde ich sagen. Und sollte man sich auf jeden Fall mit holen. Dann haben wir hier eine Schlägerweste. Da weiß ich allerdings nur zwei der Threads. Ich weiß auch nicht, ob die Weste noch infundiert einen Thread beinhaltet. Also zum Beispiel Glück oder Bereit wären hier noch ganz günstig und da wäre das auf jeden Fall auch eine solide Weste. Allerdings weiß ich, wie gesagt, nicht die genauen Threads. So, jetzt kommen wir zu einer Waffe für Schützen. Die ist auch sehr interessant. Die hat Silberverkrüppeln, eine sehr hohe Performance, das heißt sehr hohe Reichweite. Ähnlich weit wie das Sternengewehr für Verteidiger, also da dürfte man dann schon fast rankommen. Für Verteidiger, wie gesagt, weil als Angreifer hat man ja unbegrenzte Reichweite. Und einen goldenen Unterbrecher und Goldglück, was auf jeden Fall dazu führen sollte, dass diese Waffe in einem Verteidiger oder in einem Angriffsteam mit verwendet werden sollte. Ja, natürlich fehlt hier noch ein bisschen das Feuer oder Verwurzeln oder sonst was, um die Angreifer dort wirklich effektiv zurückzuhalten bzw. noch anzuzünden. Aber insgesamt für mich eine sehr solide PvP-Waffe. Und auch hier und gerade in der Kombination mit der Weste, die jetzt hier auch enthalten ist, was für mich genauso eine PvP-Weste ist, weil in der Herausforderung oder im Last Stand, also im letzten Gefecht, wird das Ding eben nicht zum Einsatz kommen, denke ich mal, bei den meisten. Außer die, die jetzt noch gar keine Glücksweste haben von alten Events. Weil diese Weste hat Betäubungswiderstand und kugelsicher. Oder ja, kugelsicher müsste es heißen auf Deutsch. Und bereit in Gold und Glück in Gold. Das heißt, wir haben hier eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Betäubungswiderstand zum Einsatz kommt. Das sollte auch auf jeden Fall auch reichen, um auf den Maximalwert von 75% zu kommen mit dem Glück vom Überlebenden und gegebenenfalls noch der Waffe, wodurch halt auch ein Kugelausweichen möglich wäre. Also das ist wirklich eine super Verteidigerweste und sollte sich auf jeden Fall auch geholt werden, in Kombination mit dieser Pistole auf jeden Fall sehr schön. Jetzt kommen wir noch zum Sahnetüpfelchen dieses neuen Shops, was letztendlich der Verwurzelstern ist. Er hat eigentlich nicht dieselben Threads, weil der normale Wurzelstern hat Glücksilber und Verwurzeln und Rasiermesser und Gold. Das heißt, wenn man das jetzt nochmal so rum überlegt, ohne Glück, aber mit vollen HP der gegnerischen Beißer, hat man also die Chance beim ersten Schlag, also wenn die noch volle HP haben, dass diese verwurzelt werden. Ja, durch das fehlende Glück allerdings fehlt uns hier insgesamt ein bisschen die Wahrscheinlichkeit dort, dass Verwurzeln zuschlägt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist dann hier 10% niedriger. Da sind wir ungefähr bei über 80%, was auch ein hoher Wert ist. Und einem geschenkten Gaul, sag ich mal, schaut man jetzt hier nicht ins Maul. Und es wird auch so eine klasse Waffe sein. Auch weil das Ding noch den Unterbrecher-Thread hat. Das heißt,
Wir können an dieser Stelle auch die Commonwealth Beißer aufhalten, was hier dann auch der Unterschied zu dem normalen Wurzelstern ist, der das eben nicht könnte, zumindest wenn da noch volle HP da sind. Also der Commonwealth Beißer komplett noch statusresistent ist. Ja, sonst noch. Auf jeden Fall sollte der mitgenommen werden. Ich werde ihn mir auch auf jeden Fall holen. Und auch die Jägerwaffe und die Schützenwaffe und Weste werde ich mir holen. Ansonsten lohnen sich ja immer noch die 100 Telefone. Die Heldenmarken nehme ich auch immer mit. Und Verstärker und Rerolls sowieso. Und wenn dann am Ende noch was übrig bleibt, wird noch bei den Tools und Benzin zugeschlagen. Ja, das wär's. So viel zum nächsten Guild Wars Shop. Ciao.